Hello, hello, hello YouTube. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, aber dieser Anlass hier ist sehr, 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 sehr wichtig dafür. Ihr seht, ich bin gerade, oh, spiegelverkehrt, ich bin gerade auf Twitchimichi Live. Ihr könnt gerne auch auf Twitch vorbeischauen. Ich werde euch mal den Link zu meinem Twitch-Kanal unten verlinken. Ihr müsst einfach nur drauf drücken und dann seid ihr da. Das ist ganz einfach, ganz einfach. Und ja, ihr wisst, wir haben damals sehr viel zelebriert. Sehr viel was zelebriert. GTA natürlich. Und ja, heute ist der GTA 6 Trailer rausgekommen. Und ich habe es geschafft, mich bis jetzt nicht spoilern zu lassen. Und ich werde jetzt meine First Reaction aufnehmen. Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Ich habe so richtig Bock. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir gehen da jetzt rein. Wir gehen da jetzt einfach rein und wir gucken uns das an. Es geht 1 Minute 30. Ich werde wahrscheinlich jede Sekunde stoppen, weil ich so excited bin. Und ja. Leute, ich würde sagen, switchen wir mal die Szene. Da sind wir. Da sind wir, da sind wir. Ich mache mal kurz die Sticker-Party oben weg. Das wird gerade nur stören. Okay, Leute. Puh, puh. Ich hab so Bock. Ich hab so Bock. Ah! Oh mein Gott, es tut mir so leid, aber ich hab so Bock. Es ist so geisteskrank. Es ist so, der Chat rastet auch gerade aus. Okay, Leute. First Reaction. GTA. Ich hoffe, der Sound ist gut. Ich mache ihn einfach mal was lauter. Oh Gott, ich sehe so, schon so kleine Mini-Bildchen, die will ich gar nicht sehen, ey. Okay, okay. Der Trailer ist eh am wichtigsten. Scheiß drauf. Wenn ich was zu sagen habe, mache ich einfach auf Pause oder so. Ich mach mal ungefähr so. Ich habe mal die höchste Einstellung gemacht. Puh, okay, Leute. First Reaction von jemandem, der damals... Ich habe 5000 Stunden Spielzeit in GTA 5. Nur mal so gesagt. Und ich habe echt... Ich habe erst 3 Jahre, nachdem das Spiel rausgekommen ist, angefangen oder so. Okay, 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 Leute. Oh, ich bin so am Zittern. Okay, geht ja noch, aber... Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Wo bin ich denn hier? Wo hab ich denn hier auf Pause gedrückt? Oh mein Gott, Junge, was ist das? Was ist das für eine Grafik? Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, wir lassen es erstmal weiterlaufen. Oh Gott. Okay, 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 wir lassen es erstmal weiterlaufen. Und danach gehen wir Step by Step, da gucken wir noch mal. Oh. Nee. Junge, Junge, das ist viel zu geisteskrank. Oh mein Gott, guckt euch das an. Wie krass sieht das bitte aus? Wie krass sieht das bitte aus? Smash! Okay, crazy. Okay, okay, die Charaktere sehen ja arschgeil aus, Junge. Die sehen ja alle richtig nice aus. Junge, 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 Alter. Junge, ist das nicht so heftig aus. Aha! Aha! Ah, oh mein Gott, Alter, mein zweiter Bildschirm ist ausgegangen. Jetzt ist ja jetzt mein Setup kann auch nicht mehr. Ich kann auch nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Junge, Junge. Aha. Tut mir leid. Was ist hier passiert? Okay, nee, wir spulen gleich zu. Es wird so geil. Look who's back. The only way we're gonna get through this heftig is by sticking together, being a team. Trust. Trust. Oh shit. Shit. 2025. Okay, 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 wir beruhigen uns. 2025. Ich hatte natürlich die Hoffnung gehabt, dass es 2024 rauskommt, weil Rockstar irgendwas meinte mit,
Das wird das Jahr, wo die am meisten Umsatz machen werden und so eine Scheiße. 2025 ist okay. Ist okay. Wir haben Ende 2023. Es kommt drauf an. 2025. Das kann in 2 Jahren sein. Das kann in 1,5 Jahren sein. 1,5 Jahre ist, boah, schwierig zu sagen, ne? Boah, jetzt kommt die Spekulation. Jetzt kommen die Spekulationen. Es ist ja ein relatives Sommersetting natürlich, mäßig, ne? Das heißt, also, boah, boah, was, wann bringen die es raus? Ich glaube aber tatsächlich, dass sie das eher so im August, September rausbringen, anstatt frühzeitig. Februar wäre natürlich nice, ne? So Februar 2025. Krass. Okay, krass, 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 krass. Okay, nochmal. Und jetzt mit mehreren Pausen hier. Es, aber zu heftig, Alter. Lucia Smash, ey, der Charakter sieht schon krass aus. Er sieht schon krass aus. Der Tank ist einer der besten 10. Winter 25, sagt Kahn. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Wann gibt's Themen im Kino? Oh mein Gott, es sieht einfach viel zu krass aus. Es sieht viel zu krass aus. Ist doch theoretisch noch 1 Jahr, oder bin ich blöd? Nee, kommt drauf an, ob es Anfang oder Ende rauskommt, ne? Scheißegal, dann sollen die sich ein paar Monate länger Zeit lassen. Das Warten wird sich nur ein Safe, Alter. Scheiß drauf, ob Ende 2025. Wir haben jetzt ein Datum, wir haben jetzt einen Trailer. Es werden noch mehr Trailer kommen. Es sieht arschgeil aus, es sieht so gut aus. Und überleg dir mal, du kannst auf diese. Leute, wir können auf dieser Map endlich wieder zusammen spielen. Wir können zusammen erkunden. Wir können zusammen. Ach, wir können alles zusammen machen. Junge, wie geil ist das bitte? Das kannst du keiner erzählen. Das kannst du keiner erzählen. Das wird so geil einfach. Da, es wird eh wieder so viel geben, ne? Es wird so viel geben, wo du hingehen kannst, so viele Events, die du wahrscheinlich auf dieser Karte machen kannst und sowas. Ich bin super gespannt. Ach, ich bin so gespannt. Wir haben Dezember 2023. Ihr wisst, wie schnell die Zeit vergeht. Das stimmt wohl. Mittlerweile, die Zeit rennt. Gizmo sagt April 25. Aber zu 25 haben wir uns schon gedacht, denke Mitte des Jahres. Ja, gedacht, aber gehofft natürlich früher, ne? Aber ist okay. Ich bin damit absolut cool, ey. Puh, die planen 8 Milliarden Umsatz im Geschäftsjahr 2025 und das endet Ende April. Danny auch schon. Ich brauche gelben Schein, wenn es losgeht. Also, ey, wir müssen das zelebrieren, Leute. Gib mir jetzt das Versprechen, dass wir das zusammen zelebrieren werden. Wir werden es einfach unsicher machen. Wir werden einfach eine geile Zeit haben. Das müsst ihr mir einfach versprechen. Wir sind dabei. Wir sind dabei. Sieht so gut aus. Lucia. Ja, Lucia sieht schon sehr smash Do you know why you're here? Bad luck, I guess. Hier schön so ein Strandi-Strand, Alter. Boah, Alter, wenn das am Ende so aussieht, ne? Junge Rockstar Games, die kleinen Pisser. Eigentlich müsste ich euch hassen, Alter. 10 Jahre. 10 Jahre. Was wollt ihr eigentlich? Okay, also, wenn man echt seinen Charakter so krass individualisieren kann, dann ist krass. Dann ist krass. Guck mal, wie viele unterschiedliche Menschen hier rumlaufen. Wie gut das. Das sieht doch einfach nur krass aus. Ah, der Chihuahua, der da läuft halt. Wenn man Tiere haben kann. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Kahn ist dabei. Wunderbar, Alter. Das Game wird Rekorde brechen, da bin ich mir sicher. Ich nehme mir ja Urlaub, wenn Release-Date steht. Ja, ich glaube, keine Sau wird mehr arbeiten gehen. Ne? Ich glaube, wenn wirklich Release-Date da ist, die Chefs werden sich denken, was ist denn hier los auf einmal? Was ist denn auf einmal hier los? Junge, das sieht auch hier so, so krass aus, ne? Sieht so krass aus, wirklich. Boah, ey, ich bin gerade richtig emotional, wirklich. Das ist nicht mehr von dieser Welt hier, was hier abgeht. Der Charakter, die Größe der Map, diese Grafik. Die Straßen werden leer sein. Alle werden zu Hause sitzen und dieses Game zocken. Das wird so geil, Alter.
Junge, ey, Leute, es wird so cool. Wir haben ja auch ein GTA 5 Tuning-Treffen gemacht. Ne, ich freue mich so auf die Tuning-Treffen dann, Alter. Weil man wird so krass individueller seine Autos gestalten können als in GTA 5. Junge, die Tuning-Treffen werden so cool werden, wirklich. Oh, wir werden so eine geile Zeit haben. Wir werden einfach eine nice Zeit haben. Aha. Guck mal, das sieht doch auch alles sehr nett aus. Ich verdecke hier gerade eins der besten Sachen aus diesem Bild. Nice. Einfach nur ein nicer Club, ey. Da werde ich auch sehr viel Zeit verbringen, glaube ich. Junge, ich werd da sitzen und ich werde die Scheine schmeißen, ey. Nice einfach. Einfach nur nice. Oh, Junge. Junge, guck es dir an. Guck es dir doch mal einfach bitte an. Es sieht so gut aus. Es sieht so gut aus. Junge, 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 hier auf so einer Yacht, eine geile Yachtparty. Du fährst hier lang, ey. Hier ein bisschen, hier weiß ich nicht, was ist da? Tennis spielen. Ach, geil. Einfach nur geil. Und wir werden hier alle überall Häuser haben und ach Gott im Himmel, ey. Oh, der hier, das Haus. Oh, das Haus ist auch schön. Schön, einfach schön. Oh, Junge, Junge. Achte gleich auf den Typen im Vorgarten. Hier haben wir auch einen Obdachloser, das bin ich, ganz am Anfang, wenn ich GTA spiele. Das werden wir alle sein, ganz am Anfang. Wir werden alle mit Null anfangen und wir werden uns hocharbeiten. Und dann werden wir virtuellen Schwanzvergleich machen. Geil! Oh mein Gott, Alter, die Straßen sind hier so ehrenlos voll, Alter. Das ist in Club, Alter, die sieht ein bisschen aus wie Katja, ne? Da habe ich eben direkt an Katja gedacht. Katja Krasavice oder wie man sie ausspricht. Junge, 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 ey. Oh, Fliegen ganz schlimm. Die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich in GTA 5. Ja, ich sollte besser nicht ans Steuer gehen. Das ist immer so eine kleine Vollkatastrophe bei mir gewesen. Also ich glaube, Fliegen wird bei mir auch wieder im sechsten Teil eine kleine Katastrophe werden. Aber yes. Aber geil, Alter. Vor allem auch. Wie viel Unterschiedliches, ne? Du hast die City, du hast hier, das sieht jetzt viel idyllischer aus, so. Du hast einfach nur das große Wasser, ein paar Straßen und sowas. Hier ein abgelegenes, oh, ihr seht das nicht so gut, Moment. Hier so ein bisschen abgelegenes Häuschen, was auch immer da jetzt ist, wissen wir nicht, werden wir herausfinden. Ja, das ist natürlich. Das erinnert mich ein bisschen an das Casino-Dach, was wir schon kennen aus GTA 5. Das sieht natürlich sehr Porno aus, ne? Also ich meine jetzt nicht die Frauen natürlich auch. Aber hier mit Pool, Dachterrasse-Dings und die Aussicht wieder. Ich meine wieder nicht die Frau, ich meine wirklich die Aussicht. Einfach nice. Einfach nice. Und ich glaube auch, ja, meine Gebete wurden erhört, dass man den weiblichen Charakter auch mal ein bisschen cooler gestalten kann und sowas. Das sieht schon sehr, 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 sehr nice aus. Das sieht schon sehr nice aus. Die chillen auf ihrer Yacht hier. Ah, hier. Der Boy mit dem Krokodil. Ja, gut. Ja, Tiere, ne? Ich habe da ganz am Anfang Chihuahua gesehen. Jetzt sieht man hier ein Krokodil. Vielleicht werden Tiere viel mehr vertreten sein. Wäre auch auf jeden Fall nice. Wäre richtig, richtig, richtig. Richtig nice, ich lese gerade im Chat. Du bist richtig schrecklich beim Fliegen. Ach Quatsch, ich werd's lernen. Ja. Kundensupport. Ja gut, man konnte aber auch in GTA 5 ja so Emotes quasi machen. So ein bisschen dancen, das Geld schmeißen und so eine Scheiße. Vielleicht wird Trucken auch ein Emote sein, wir werden sehen. Junge, Alter. Guck es dir an. Also wenn das Spiel wirklich am Ende so aussieht. Am Ende, ne? Am Ende wird es so viel schrecklicher aussehen, aber egal. Wir sind jetzt erstmal hyped. Wir sind jetzt erstmal hyped. Das ist wieder ein Krokodil, Alter. Krokodil ist der eigentliche Main Character, glaube ich, in diesem Spiel. Da ist er, da läuft er weg. Vor dem Bullen, Alter. Junge, 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 ey. Crazy. Stell dir vor, du kannst dich auch so gestalten, ey. So komplette Rino anders. Einfach krass. Einfach heftig, meftig.
Hä? Ach, wahrscheinlich soll ich mit denen angucken. Die Cappy gibt mir 90er Vibes, Alter. Ich glaube, ich hatte die damals als Kind in Orange oder Gelb gehabt. Stabile Cappy. Ob die wieder zurückkommen? Alles kommt irgendwann zurück. Stabile Socken und Schuhe auf jeden Fall auch. Ein bisschen Schlamm-Catchy-Matchy, Alter. Well, look who's back. The only way. Einfach. Ja, die ist schon eine Süße. Eine Süße. Get through this. Das sieht auch intens aus, Alter. Sehr intens. Aber ich bin noch mal gespannt, ob erstmal wieder nur Story kommt oder halt dann auch direkt online. Früher war das ja, glaube ich, bei GTA 5 so. Da kam erst Story und ein paar Monate später kam online. Ja, krass, Alter. By sticking together. Sehr, 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 sehr krass. Being a team. Alter. Heftig, die Sachen auch im Regal. Wie krass sehen die bitte aus? Also wenn es wirklich, wenn es am Ende so wird, dann heftig. Dann wirklich Trust. Heftig. Trust. Sehr, 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 sehr intens. So, wir urzeln jetzt zu einer meiner Lieblingsstellen. Yeah. Wunderbar. Leute, Alter, das war der Trailer. Also, Freunde von YouTube, ich würde mich freuen, wenn ihr auf Twitch vorbeischaut. Wie gesagt, ich werde es euch unten verlinken. Ihr müsst da nur draufklicken. Beschreibung öffnen, draufklicken. Und ihr könnt gerne auf Twitch vorbeischauen. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Streamerino-mäßig immer noch GTA 5 am Start, aber meistens nur so jetzt mittlerweile einmal die Woche und nicht mehr sechsmal die Woche. Fortnite habe ich auch wieder für mich entdeckt und die diversesten Sachen. GT 7, Folges haben wir eine Zeit lang gemacht, Souls, alles mögliche, alles was so kommt. Und wenn GTA 6 rauskommt, dann wird das natürlich krass zelebriert. Ihr könnt mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, was erwartet ihr von GTA 6? Worauf habt ihr so am meisten Bock? Auf was freut ihr euch am meisten? Wie fandet ihr die Trailer? Und yes, meine Freunde. Ich hab euch ganz doll lieb. Und dann sehen wir uns auf Twitchy Mitchy wieder. Ciao, Kakao!